So, willkommen zurück zu Need for Speed. Auf Konfrontation. Durch die Meute nach vorn. Dann machen wir das hier als nächstes, dann noch den Racer. Aber jetzt gehen wir es mal wieder zu den Cops. Dritter Racer mit einer Verfolgungstechnologie, das kriegen wir doch hin. Dann fahren wir hier an mit einem... Hot Pursuit, glaube ich, ist es. Ja. Mit einem Nissan GT-R gehen wir unterwegs. Da sind sie doch, unsere Freunde. Aber ich will das Ding aufs Ende fahren. Den ersten Racer haben wir. Achtung, haben einen Ding 44 gestoppt und verhaftet. Einer weniger, over. Gute Arbeit, Verfolgung restlicher Ziele in eurem Gebiet fortsetzen. Control, verdächtig, Scheiße. Bin noch dran. Den hole ich mir aber noch da vorne. Mit abbricht die Auto. Hat der Motor, den kriegst du nicht mehr. Controller, bitte Straßensperre, um Verdächtigen zu stoppen. Was glaubst du, auch nur du, mein Digga? Oh, was ist denn mit dem Auto los? Stehen, ey. Alle Officers in der Nähe bitte melden. 1 Lenk in 6 schließt sich an. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racer. Alle so. Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Attackiere Racer. Geflüchtete 1044 wieder in Sicht. Den hole ich mir. Control, ich brauche eine Straßensperre, um die Ratte zu fangen. Straßensperren werden gebildet. Seid vorsichtig. Over. So, fährt doch der eine, Digga. Wir haben den Verdächtigen, der fährt nirgendwo mehr hin. Verdächtiger gefasst. Zielfahrzeug ist im System. Sperre negativ. Street Racer ist durchgefahren. Ja, der eine, den kriege ich nicht mehr. Scheiße! Control, der Racer wird schneller. Verkehrspolizei von seiner Position alarmieren. Zentrale Rennen wurde erfolgreich gestoppt. Ja, und dann gehe ich noch fliegen. Doch nicht raus, Scheißhorst, ey. Immer in den Rennen. Geh doch nicht raus. Nun sind wahrscheinlich die Punkte dann auch wieder weg. Geschafft, aber nicht da, keine Punkte. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Officer verfolgt den verdächtigen Fahrzeug. Unterstützung wurde
safen und dann wechseln wir die nächste Speed. Geh auf die nächste Speedlist. Achtung, Officer ist Code 3 hinter Verdächtigung. Dann nehmen wir die mit. Oh, I'm Marucci. Dein Freund und Verfolger. Dann machen wir das Ding. So, wir sollen einen Schnellansatz fahren. Das Ding mit dem Blitz ist das hier. So. Alle 10:30 auf Driftwood Heights angefordert. Alle verfügbaren Einheiten zum Einsatz melden. Bin unterwegs und weiß der 10:30 an benötigter Position. Ich habe letztes Jahr nur einen Zeitfaden. War mir klar, drück mich noch in die Wand. Genau, für diese eine Kacke kriegst du dann noch Zeitstrafen. Schauen wir es eh nicht mehr. Bin mir ziemlich sicher. Wenn es sich jetzt noch ewig geradeaus geht, dann nicht. Ja, fahr doch da nicht. Hey, 2 Sekunden, was ist denn heute los? Drei Sekunden und der nächste. Ah, kannst du knicken. Ist vorbei, die Zeit. Ernsthaft? Naja, brech mal ab. Ich muss einen anderen Schnellansatz fahren.
3.500 Erfahrung, Dings. So, also. Nächste versuchen. Irgendwas Kilometer. Das ist gut, jetzt sind wir auf der Autobahn, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Schön, der wird ja gefragt, die Leitplanke, das wäre sonst halt ziemlich haarig geworden. Zentrale, gibt es Einheiten, die eine Straßensperre bilden können? Over. Ich finde mal von mir. Ich kam nicht weg. Das kriegen wir hin mit Gold. Jetzt haben wir den Marosch hier und jetzt haben wir den Komm, was wir jetzt kriegen. So.
Und was haben wir als nächstes? Ein Ford. Mustang. Die Öffentlichkeit schützen. Haben jetzt hier einen Racer von hinten. Hafte drei Racer. Der Blick von innen nach außen. Dann fahren wir das Ding an der Cover. Gesetz mit eiserner Faust. Drei Racer verhaftet, das kriegen wir hin. Aber erst in der übernächsten Folge. Jetzt machen wir nächstes Mal wieder Racer ein bisschen. Das kriegen wir doch hin. Bis dahin.